yo, 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 yo. Ups. Willkommen zurück zu voll mit dem Kopfhörer ins Mikro geklatscht. Zu Let's Play Resident Evil Zero mit den Klabusterbärchens. Und ich bin der Mike. Solltet ihr ja jetzt schon langsam wissen. Denn ich habe den Kanal schon irgendwie übernommen. Im Moment noch. Der Rob ist ja so, ne? Mal hier, mal da, mal keine Zeit. Dann vergisst er es, in Anführungszeichen, streichen wieder. Bla bla bla. Wenn ich ihn nicht dauernd nerven würde, wäre hier gar nichts mehr los, bestimmt. Aber naja, der weiß schon Bescheid. Ich speichere jetzt mal. Auf jeden Fall. Wir haben uns wieder vereint hier im letzten Part. Haben so einen Zug links gefunden. Was ich jetzt versuchen werde hier zu aktivieren. Mal gespannt, wie das laufen wird. Erstmal nehme ich noch die Shotgun-Munition mit. Die ist nämlich wichtig. Dieses Gerät regelt die Strom-Ein- und Ausgabe. Zwischen Stromin lesen. Hiermit setzen Sie die Seilbahn in Bewegung. Okay. Verwenden. Zack. Die Eingangsspule fehlt. Ach, shit. Die habe ich ja jetzt natürlich ja unten liegen lassen. Oder? Mein Gott. Das musste ja sein. Also auf jeden Fall ist dieses System mit Sachen hinlegen, wo man will, richtig bekackt. Warum die das damals gemacht haben, habe ich keine Ahnung. Was sie sich nur dabei gedacht haben, ey. Voller Bullshit. Okay, komm her da. Follow me. Ja. Ja, ich komme, Baby. Hups. Du bekommst jetzt erstmal das. Und gut. Wir regeln das schon. Hatte ich jetzt eigentlich die Pistolenmunition schon wieder dabei? Nö. So. Hopp. Verwenden. An die Bahn. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich wieder runter. Jetzt frage ich mich nur, was ich jetzt da liegen lasse. Kommt es einfach mit rüber? Oder nicht? Denn was braucht man den noch für irgendwas? Ey, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Munition.
Nein, Shit, Mann, shit. So. Ja, wieder runter, bitte. Ach, Mann, ich bin so ein Dödel. So ein Dödel. Die Munition liegt doch hier irgendwo rum. Oder wo liegt die jetzt? Ja, die liegt da rum. Genau da. Na, oh Mann, oh Mann. Die habe ich richtig beschissen abgelegt, muss ich sagen. Ist doch alles scheiße. Okay. Jetzt noch die Magnum-Muni und ein Heilspray. Mehr Platz habe ich nicht. Pistole, schlechte Muster bleiben. Wobei ich nicht mal weiß, wo die liegt. Ich sehe die gar nicht mehr. Ach so, Schleise. Schleise ist das. Shit, Mann. Der Kenner hat die ganzen guten Sachen. Was ist das? Was ist denn jetzt los? Riegelbastel, verpiss dich. Sind sicherlich auch keine Waffen gegen den dabei, ne? Geil ist das Scheiße. Ah, super dupe. Hey, Mann, oh Mann. Nochmal speichern. Ach, drauf geschissen. Ach Gott. Kein Platz im Inventar. Jetzt muss ich wieder an dem vorbeirennen. Wenn er mich haut, heile ich mich. Und dann versuche ich noch ein Heilspray wieder aufzuheben, was da liegt. Oh Mann, ich hasse es, wenn man vor Gegnern wegrennen muss. Ich will die eigentlich immer alle. Pam, 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 pam. Geh weg! Du scheiß Krüppel! Nein, Mann! Ja, das war voll die Scheiße, Mann! Ich kann ja noch laufen, Mann! Weil man sich überhaupt nicht ausgezahlt. Die Scheiße! Darum, ey. Oh, da die fette Magnum. Warum habe ich so viel Scheiß jetzt hier an Bord? Ablegen, ey. Scheiß auf Heilung, wenn man die Magnum hat. Parts. Ein fetter Oschi, ey.
billige Desert Eagle, weil ich glaube, eine Magnum hat nicht so ein langweiliges Rohr. Eine große Pistole, durchschlagende Magnum-Munition abfeuern, tut sie. Start und Shit. Mann, jetzt hat die Shotgun und alles, Mann. Ich kann doch jetzt nicht die Magnum verballern. Und überhaupt, wie groß ist denn dieser ganze Komplex hier, Mann, dass das immer so geheim bleibt, ey. Glaube ich ja fast gar nicht. So, mal schauen, wo wir jetzt rumgammeln. Ja, na super. Nee, kann ich jetzt nicht ablegen. Muss ich später eben holen. Oh. Da ist eine Tür. Das ist eine Treppe. Okay, hat sich erledigt. Ich weiß, wo wir sind. Oh ja, ich weiß, wo wir sind. Also jeder, der Resident Evil Spiele kennt, der... Ich bleib mal kurz stehen, der soll sich mal jetzt anschauen, ob er diesen Raum hier kennt. Spätestens, wenn ich jetzt einen Schritt vorgehe, wird man sagen, oh fuck! Wie kann es sein, dass man jetzt hier ist? Ja, okay, vielleicht erkennt man es jetzt noch nicht so gut. Ich dachte, das sieht jetzt gerade ein wenig anders aus. Aber ich sag's euch, es wird euch noch ins Gedächtnis geschissen gleich bald. Schreibmaschinen-Style. Na cool. Dann hole ich erstmal die ganze Krütze von da unten hoch. Ah ja, den Raum sollte man natürlich auch kennen. Ich sag nur eins, man wünscht sich von diesem Spiel unbedingt ein Remake. Und wenn man sieht, wie das hier aussieht, dann möchte man es einfach sofort. Sofort und jetzt. Weil das in der Grafik, ey, das wäre so geil. Karte. Was? Achso. Karte mitgenommen. Oh ja. Ja. Resident Evil. Du bist echt dufte. Dann nimmst du mit die Kräuterlis. Nimm. So, jetzt noch das Heilspray. Der Geselle hier nicht aufwacht, weil der ist nicht gerendert. Habe ich mir mehr erwartet von dem Kerl. Oh.
Na, geh doch auf, du Köder. So. Jetzt lege ich mal das ab. Ups. Und die Munition lege ich auch ab. Falls nämlich ein fetter Gegner kommt oder so, kann ich wenigstens 8-mal reinrotzen in den Kerl. Und jetzt speichern wir, mein Gott, schon 12-mal gespeichert, ey. Aber es muss, das muss. So. Gehen wir mal wieder davor. Wo rechts so aussah, als wäre ein Aufzug. Mit dem man schön runter kann. Schön runter. Bereiche kennt man auch. Los, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Weg, Schlüssel mitnehmen, ja. Etwas wird angezeigt. Ein riesiges menschenähnliches Wesen wird in bioorganischer Flüssigkeit in der Kapsel aufbewahrt. Was die so alles da herauslesen kann. Wow! Wow! Mutter! An meinem Arsch! Jetzt muss ich mich heilen. Ich hab das jetzt repariert, ey. Wow! Der Sprung, ey. Der kann auch böse enden. Wahrscheinlich bin ich eh schon wieder fett am Sack jetzt durch die zwei Schläge. Mann, ey. Haben sich aber gut reingeschlichen, die kleinen Schweine. Die kleinen Strolche, die... Ich hab die gar nicht bemerkt, ey. Ja, aber... Was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Ach, vielleicht die andere Tür da aufmachen. Na, dann gehen wir da mal wieder zurück. Aber das der Part, der hat jetzt auch schon wieder gleich so 20 Minuten, würde man sagen. Wir schauen mal kurz noch da in die Tür und dann... Ach so. Ja, cool. Oh. Hä? Was ist denn das jetzt da? Hä? Was ist denn dieser blöde Schlüssel? Ja, cool. Hab ich irgendwas verpasst? Jetzt blicke ich gerade nicht durch. Gab es da vielleicht irgendeinen Schalter, Mann?
Wenn man denkt, man blickt gerade durch und dann hat man doch wieder gar keinen Durchblick. Ein Bedienfeld, da ist ein Schlüsselloch. Ha! Verzwiebelt. Okay, Leute, dann sage ich mal, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Part. Bleibt geschmeidig, gebt uns einen Daumen und einen Kommentar. Und wenn es euch super mega krass gut gefallen hat, dann natürlich auch ein Abo. Und jo, Mann, dann sage ich mal, Servus.